Ende April konnten wir das JCB Headquarter in England besuchen, wo der neue Fast Track vorgestellt wurde. Nach der aufwendigen Präsentation im Besucherzentrum hatten wir die Gelegenheit, das neue Bedienkonzept auch im praktischen Einsatz auszuprobieren. Äußerlich nur am Icon Aufkleber zu erkennen, bietet sich dem Fahrer in der Kabine ein völlig neues Bild. So gibt es nicht nur ein neues Armaturenbrett, sondern auch die komplette Bedienarmlehne haben die Engländer erneuert. Angefangen bei den Ventilhebeln mit wechselnden Farb-LEDs, über den neuen Joystick bis hin zum neuen 12 Zoll großen Touch-Terminal. Während wir die große Traktorsilhouette im Grundbildschirm etwas überflüssig finden, sind die Seiten mit den erweiterten Informationen, dem Kameraeingang sowie dem ISO-Bus UT und dem GPS auf den ersten Blick sehr gelungen. Integriert hat JCB hier jetzt auch die komplette GPS-Spurführung mit einem Empfänger von Nuvatel, um künftig viele Funktionalitäten in diesem Bereich ab Werk bieten zu können. Und zwar sowohl für die größere 8000er Baureihe als auch für den Fasttrac 4000. So will JCB künftig mit dem Fasttrac nicht nur bei Transportfahrten top sein, sondern auch einen vollwertigen Ackerschlepper liefern. Das konnten wir hier bei einem kleinen Grünlandumbruch allerdings nur ansatzweise testen, während nebenan mit dem Düngerstreuer zumindest Funktionalitäten wie das Section Control schon zu sehen waren. Andere Dinge wie das Tractor Implement Management TIM oder das automatische Drehen am Vorgewende sollen dagegen erst später folgen. Mehr Details zu den neuen Fahrstrategien und der Bedienung des Fast Track lesen Sie im Fahrbericht der Juni-Ausgabe von Profi.